Das ist die Katharina. Das ist der Fabian. Und das ist das Teil, um das es heute hier geht. Was immer das sein könnte. Ich gebe dir das gleich einmal. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Sowas wie ein Löffel oder so? Ja, da kommen wir schon ganz gut hin. Du stellst die Fragen, du bekommst die Antworten. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich übergebe dir das Mikrofon. Danke. Bitte. Los geht's. Morgen, mein Name ist Helmut Schmer, ihr seid heute hier bei der Andritz AG und wir werden uns ein paar Sachen anschauen. Also ich habe jetzt dieses Teil in die Hand bekommen, also ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie mir das ganz kurz erklären? Sicher, das was du da bekommen hast, das ist das Modell von einem Peltonbecher und der Peltonbecher ist ein Teil von einer Peltonturbine, die zur Stromerzeugung verwendet wird. Aber wie das genau ausschaut, das müssen wir uns im Werk anschauen. Wir sind jetzt hier in der Lehrwerkstätte. In der Lehrwerkstätte werden unsere jungen Fachkräfte ausgebildet und momentan haben wir ca. 100 Fachkräfte oder 100 Lehrlinge hier in Ausbildung. Ah, ich sehe schon, mein Teil passt ja da zu dem Radl ganz gut dazu. Was ist denn das jetzt eigentlich? Genau, das hast du sehr gut erkannt, das passt da dazu. Du hast ja eigentlich nur einen Teil von dieser Peltonturbine, du hast nur einen Becher. Und eine Peltonturbine besteht bis zu aus 40 Bechern. Und diese 40 Becher, die siehst du hier auf diesem Laufrad. Das ist ein Turbinenlaufrad, wie wir es fertigen, wird gefertigt von einer Größe zwischen 500 mm und 4000 mm, also bis zu 4 Meter Durchmesser. Heutzutage werden die aus dem Ganzen geschmiedet. Das heißt, wir haben einen Rolling, einen sogenannten Donut, den zeige ich dir nachher noch, und dort wird das dann rausgefräst. Und hier sind wir jetzt eben in der Lehrwerkstätte, wie gesagt. Du wirst den Schluss schon gezogen haben. So etwas zu machen ist jetzt nicht so einfach. Da braucht man natürlich dementsprechende Experten dazu. Und die Ausbildung dieser Experten startet hier. Und du siehst, die jungen Leute, die werken schon ganz fleißig an den Drehbänken. Und die machen hier die Ausbildung in verschiedensten Berufen. Und bei uns gibt es 7 Lehrberufe, die du erlernen kannst. Also schon eine ganze Menge. Angefangen von Elektrotechnik, über Maschinenbautechnik oder Zerspannungstechnik. Das schaut schon ganz anders aus. Irgendwie stehen da nur noch Computer. Wo sind wir? Genau, also wir sind jetzt hier in der Programmierabteilung und wenn wir jetzt den Teil noch einmal anschauen dürfen, zeigst du mir noch einmal. Jetzt wirst du schon gesehen haben, das ist ja eine recht komplexe Form. Und wir haben, das habe ich dir in der Lehrwerkstätte schon erklärt, CNC-gesteuerte Maschinen. Das heißt, ein Computer gibt der Maschine die Koordinaten vor, damit dieser Bauteil gemacht werden kann. Und wir sind jetzt da in der Programmierabteilung beim Mario. Und der Mario zeigt uns jetzt schon einmal am Computer diese Simulation, wie das dann während der Bearbeitung ausschaut. Das ist der Rohteil, aus dem die Turbine gefertigt wird. Und es schaut ein bisschen aus wie ein Donut, deshalb sagen wir es auch dazu. Und jetzt gehen wir darüber in die Fertigung und schauen uns an, wie das gefräst wird. Da siehst du jetzt, wie die einzelnen Becher, was wir vorher in der Programmierung, in der Simulation gesehen haben, die Kontur hier herausgefräst wird, jetzt in echt natürlich. Und da sieht man schon, es ist eine recht komplexe Form mit vielen Radien. Und wenn du das da vorsichtig angreifst, merkst du, wie rau das eigentlich noch ist. Ja, jetzt ist das Laufrad fast fertig. Wir sind jetzt weg vom Fräsen. Wir sind jetzt hier in der sogenannten Handschleiferei. Und hier wird die Kontur noch geglättet und fein geschliffen. Und welche Ausbildungen muss man da eigentlich haben, um überhaupt arbeiten zu können hier? Wir bilden hier in Andritz mehrere Berufe aus, vor allem auch im Metallbereich. Wir haben die Maschinenbautechnik, Stahlbautechnik, Zerspannungstechnik und so weiter. Wir haben auch Werkstofftechniker, die unsere Werkstoffe analysieren, Elektrotechniker, die die Steuerungen für unsere Anlagen machen und im administrativen Bereich bilden wir auch Industriekaufleute aus. Wir haben einen großen Anteil an Leuten, die hier bei uns gelernt haben und dann auch in Führungspositionen gewechselt haben, weil sie von Anfang an bei der Fertigung dabei waren und die ganzen Prozesse gut verstehen. Weil, wenn man unschwer erkennen kann, ist das natürlich ein komplexer Teil, den nicht jeder fertigen kann. Das traue ich mir schon sagen. Ja, dann möchte ich nur noch sagen, dass es mich sehr, sehr interessiert hat. Das ist mal was anderes von meinem Schulalltag eigentlich. Und ja, das kann ich jetzt wieder zurückgeben. Dankeschön. Danke dir.